So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Fever Season 6, und zwar nach Folge 16. In der letzten Folge haben wir ja hier die Güterbahn gezogen und es gab einige Beschwerden, dass ich doch nicht vorproduzieren soll. Ich kann das teils nicht anders, wenn ich normal aufnehme, weil ich finde nicht jeden Tag unbedingt die Zeit aufzunehmen, deswegen muss ich manche Tage mal vorproduzieren, manche ist das okay, dass ich dann halt noch am selben Tag aufnehme. Aber es wird dann halt immer ziemlich eng und mit dem Aufnehmen und dann direkt rendern und dann in Kürze hochladen. Deswegen verzeiht mir ab und zu, wenn ich mal ein bisschen vorproduziere, dann auch zum Beispiel wieder mit René oder Hannes. Allgemein sowas sollte eigentlich nicht das Problem sein, weil ihr kriegt ja immer eure Sachen, die ihr wünscht, zwar etwas später, aber halt trotzdem noch in dem Plan. Genau. Einige fanden es auch schön, dass ich hier zum Beispiel diese Schallschutzwände als Geräuschschutz genommen habe. Hier wollten wir noch die Weiche einbauen, weil hier wollte ich bislang das nur einspurig machen. Da mir das fürs Erste lieber recht als schlecht ist, dass hier nur die Bahn so weit fährt, beziehungsweise dass hier dann erstmal einspurig ist, weil das ist ja halt eine Bergstrecke und dann können wir hier das ablösen und so weiter und so fort. Genau, wir hatten aufgehört, hier das anzubinden in Richtung Plastikwerk. Da war halt noch die Überlegung, wie macht man das jetzt? Kann man hierüber noch einen Abzweig ziehen oder geht das nicht? Von dem man dann aus halt darüber geht. Das wäre jetzt eigentlich mal die Frage, ob das so ginge, wenn wir hier anfangen und rüber damit, oder wie das dann sich auswirken könnte auf die späteren Zeiten. Dass wir hier zum Beispiel auch mal gucken, dass wir hier runtergehen oder so. Oder dann halt hier unten schon langfahren mit der Strecke. Also da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten, und wir sollten hier nochmal schnell das Ganze wieder upgraden, weil ich hatte das eben nicht auf elektrifiziert gebaut. Das könnte dann schnell ein Nachteil werden, wenn wir dann das Laufen haben und es nicht geht, dass wir dann da hängen und nichts läuft. Und genau, wir hatten dann auch neue Fahrzeuge geholt gehabt, ein paar. Und zwar die Franzosen und die Toaster. Die schönen Berliner. Und einige hatten auch geschrieben mit den Fake-Zügen, wie das geht und so weiter zum Umschreiben und sowas. Finde ich auch cool, dass einige da reagiert haben. Und ja, wir müssen es jetzt noch schaffen, dass wir hier die Güter anbinden oder angebunden bekommen. Dass wir dann zum Beispiel hier die ersten Güterfuhren wirklich abholen lassen per Zug oder sowas. Ich will jetzt nicht da vorne so viel abreißen, deswegen warten wir mal kurz auf den LKW, bis der da war. Dann ist es mir auch, glaube ich, recht, wenn wir die mal kurz hier zusammenlegen. So, genau, das geht noch. Und dann schauen wir mal schnell, wie weit das hier so geht. Ich wollte das gar nicht. Menschenskinder. Ich glaube, hier müssen wir dann auch mal die Strecke runterlegen. Obwohl das da eigentlich alles auf einer Fläche läuft. Was haben wir denn hier? Neuen Wagen und Güterwagen. Und einen Gelenkbus. Das ist eigentlich ganz okay. Von der Ausbeute eben. Nur hier müssen wir dann dafür sorgen, dass es hier geht. Mit den der Brücke. Schade, dass es halt kein X-Crossing bislang gibt. Jetzt hätten wir da einfach crossen können. Oder was wir mal ausprobieren müssen. Da weiß ich aber noch nicht, wie sich das halt verhält. Wenn wir die Brücke, wenn wir die Straße da abreißen und dann hier mal gucken, wie tiefer gehen können, dann sollte es eigentlich auch schon möglich sein, genau, dass wir das so machen können. Haben wir da schon mal eine Einfahrt. Und jetzt haben wir da das Problem Fluss.
okay, das ist doch nicht so schön, das Problem. Mal können wir da einfach rüber. Wie hoch müssten wir denn? Okay, nicht hoch. Das heißt, wir reißen hier mal kurz die Schienenteile ab. Und ziehen dann hier einmal die Schiene rüber. Wir bessern hier vorher nochmal aus, bevor hier irgendwelche komischen Kanten entstehen, die ich eigentlich gar nicht will. Und dann irgendwie jeder sagt, hättest du mal vorher gemacht. Deswegen mache ich das gleich. Dann haben wir nämlich nicht so viele Probleme damit, dass es denn hier Probleme gäbe. So, dann ziehen wir hier sicherheitshalber nochmal das zweite Gleis ein. Und ich habe da nur eingleisig gebaut, fällt mir gerade auf. Dann machen wir dasselbe hier. Dass wir zum Beispiel hier sagen, okay, das sollte reichen. Wie schnell fahren wir da? 110. Dass wir dann hier auch wieder anfangen mit Steigung und sowas. Nee, hier müssen wir, glaube ich, direkt drüber. Und dass wir hier Probleme kriegen. 110 haben wir dann hier. So, 113, 109, Rücken, Kopf, Dings, Kollision. Da wäre das wieder okay. Okay. Wir reißen das nochmal ab und ziehen dann nochmal den Weg kürzer. Dann könnte man nämlich auch die, den Tunnel da sparen, den wir da bislang gebaut haben. So, 115. Das heißt, 120 ist okay. Dann können wir hier so rüber. So. Wo kommt die 115? 120, da kam doch irgendwas. So, genau. Dann die Straße weg. Dann heißt es, ich will da oben anschließen. Ich möchte bis dahin. Dann machen wir da nur 93, aber okay. Ist jetzt auch nicht das Wilde. Ist das denn jetzt dein Ernst? Oh. Dann mache ich doch wieder mehr kaputt, als ich baue. Nicht mal wieder sehr cool. Eigentlich nicht, aber ich stempel das mal unter der Kategorie. Ich finde das cooler. So ist sie jetzt gerade. So, das dürfte gerade sein. Dann sogar nur 80. ETF. Okay, so langsam will ich dann doch nicht darüber. Deswegen ziehen wir dann nochmal kurz hier die Strecke. Okay, reicht das jetzt? So. Dann weg damit. Und dann damit. Wie schnell fahren wir da jetzt? 93. 97, das ist okay. So, dann haben wir das wenigstens schon mal hier erledigt. Jetzt müssten wir hier eigentlich nochmal die Straße kappen.
die Schiene kappen, weil dann können wir hier auch einfach wieder unsere Wege lang bauen. Hier machen wir dann gleich mal so ein bisschen mehr Abstand, weil ja noch der Berg kommt. Machen wir das hier und die dann da, das so, und dann könnten wir, wenn das jetzt ginge, eigentlich wollte ich hier nicht so eine steile Straße Backup haben, aber dann probieren wir das halt nochmal. Soweit müsste das doch gehen. Wartet mal. Wir gleichen das hier mal an. Schnell. Dann sollte das hier auch möglichst einfach gehen mit dem Bau. So. Anpassen, Mittel. Dann machen wir das mal schnell so. Hier jetzt dasselbe. Können wir meinetwegen auch noch mal einen Token draufsetzen als Verlängerung. Und dann bügeln wir das hier mal schnell um. Dann passt das hier auch. So, dann Straße. Und dann... Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu nah. Das will ich dann doch nicht. Machen wir das hier so, dass wir hier nochmal schnell so ein bisschen angleichen. Okay, hier müssen wir noch einen Tucken höher. So. Dass wir das zum Beispiel so haben, dass hier so ein kleiner Weg ist. Dann machen wir das schnell hier drüben noch. So, dann bügeln wir das hier schnell runter, die Ecken. Dann haben wir hier auch soweit den Teil. Jetzt geht es hier nochmal an die Straße. Und dann schauen wir mal schnell. Terrain. Okay, dann haben wir da halt so ein bisschen an den Ecken was noch zu tun. Da müssen wir da noch so ein bisschen auflegen wieder. Und dann auch zum Beispiel das hier wieder anpassen. Ja, die Kreuzung hat da echt was zu tun. Deswegen reißen wir die nochmal ab, bauen dann... Okay, dann müssen wir das so lassen. Das ging ja eben gerade nicht anders, so wie es schien. Dann machen wir das so. Dann reißen wir den nochmal ab. Bauen dann einen größeren. Vielleicht einen Zweigleiser, weil wir wissen, wie es läuft. So, dann brauchen wir die auch nicht nochmal verbinden. Dann bauen wir hier das rüber. Genau. So. Dann könnten wir jetzt hier so den Berg hochbauen. Kollision. So eine Kollision wollte ich jetzt ja nicht haben. Und so einen steilen Anstieg auch nicht. Aber zum Beispiel so einer ist doch ganz okay. Oder mal gucken, was hier so geht. Wenn wir bei 80 sind, ist ja, wäre ja schön gewesen, aber passiert ja wohl nicht. ...78 ist okay. Dann machen wir das so. Genau. Ey, was? Rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Nein. Terrain, bitte nicht. Okay, er meckert echt mit dem Terrain rum. Das ist nicht schön. Das heißt, wir ziehen das bis dahin. Und dann darunter. Genau, das geht. Und dann haben wir das schon mal so weit geklärt. Dann fehlt ja jetzt hier vorne nur noch eine Weiche, die dann hier die beiden Gleise aufteilt. Dann haben wir das hier. Dann machen wir das so. Sieht das ein bisschen besser aus von der Form. So, genau. Dann kommt hier vorne hin zum Beispiel das Blocksignal. Jetzt müssen wir hier eigentlich überall nochmal Signale einsetzen. Wir haben hier bislang überhaupt noch keine Signale irgendwo wirklich eingesetzt auf der Strecke. Was mir dann so aufgefallen ist zwischen den Aufnahmen, beziehungsweise zwischen heute und den letzten paar Tagen. Letzten drei? Dreieinhalb? Ja, dreieinhalb Tagen, wo ich nichts gemacht habe. Ist mir dann aufgefallen, hier fehlt ja eigentlich was. Ja, was fehlt? Die Signale. Das darf natürlich nicht sein, wenn hier später Betrieb läuft. Dann soll das nämlich astrein hier funktionieren, ohne irgendein Stop and Go. Und das ist dann auch ein bisschen blöd, wenn das dann da ansteht. Ups, ja, ihr Fahrzeug steht. Wie? Ja, Fahrzeug steht. Keine Verbindung irgendwie irgendwo hin. Und so weiter und so fort. Ausfahrtssignal. Zack, zack. Aber das war das 2. Ich brauche das 1er, ne? Ja, ich brauche das 1er. Ich habe die falschen. Na, da. So. Dann machen wir das nochmal. Das war Einfahrtssignal. Das kann da oben hin, dann kann das hier wieder weg. Genau, dann brauchen wir noch ein Blocksignal, was da hinkommt. Dann brauchen wir hier hinten auch wieder die Signale, die ich weggerissen habe. So, dann waren hier drüben auch noch welche. Da haben wir jetzt welche. Hier kommt dann auch noch eins hin. Da und da kommt auch eins rein. Dann meinetwegen da und da. Da und da. Wie lange sind wir dabei? 18 Minuten. Oder knappe 18 Minuten. Das so. Und dann sollten wir auch langsam in Bahnhofsnähe kommen. Genau hier vorne. Hier müssten wir dann auf beide Seiten ein Ausfahrtssignal bauen. Und dazu dann auch das Einfahrtssignal. Das ist ja bei uns im Moment hier so der Pendelbahnhof, da wo nur ein Zug reinfährt und so was. So, dann haben wir das geklärt. Dann sollte hier auch möglich sein, auf die Linie ein Fahrzeug draufzusetzen, weil das sind dieselben Linien, die hier sein sollen, tun, täten. Anhalten, speichern, ich nenne das jetzt unter den 6. Ne, wir nennen es direkt 6er. So, 6. Speichert, ja. Hada. Dann brauchen wir hier mal eine starke Dampflok. Was nehmen wir denn mal? 80. Ja, 53 wäre schon nicht schlecht, muss man sagen. Wie viel hat die denn im Unterschied zu 50? Oh ja, hat doch ein bisschen mehr. Wir kaufen die, genau. Geht sogar ohne, dass es hängt. Jetzt muss von hier aus, glaube ich, das Plastik hoch, ne? Getreidekies, Erz, bla, Güter. Güteröl, hä, WDF-Öl? Ist irgendwas schiefgelaufen? Der könnte auch Plastik. Stahl.
Die Habeswagen fehlen mir, fällt mir auf. So, dann kaufen wir jetzt erstmal einen Mischmasch aus den Wagen hier. So, dann kaufen wir hier nochmal einen, davon zwei. Da noch einen, ich hoffe, der passt jetzt so rein, und den als Endwagen. Und dann zuweisen. Okay, hier haben wir keine Linie, aber wieso nicht? Normal haben wir doch jetzt hier eine Linie hoch. Lassen wir das einfach mal. Dann heißt der einfach GZ01. Zuweisen GZ01. Bitte mach, und so schnell, ne? So. Da oben hat er schon geöffnet. Jawohl, da kommt der Zug. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie viel der hier hochbringt. Da folgen wir dem Zug einfach. Ist auch die erste Premiere für die Lok bei mir. Alter Schwede. Also wer dieses Biest nicht mag, der hat irgendwas verpasst. Natürlich, die Güterwagen passen jetzt noch nicht so, da fehlen garantiert noch ein paar. Aber dafür können wir dann später noch mal ein paar aufrüsten. Was konnte der Zug jetzt? Güter und Plastik. Leider gibt es keine Kombibahnhöfe. Sonst hätte ich gesagt, hier Güter und Personen an einem Bahnhof, was ja eigentlich schnieke gewesen wäre, so für den Verteiler und sowas, dass wir da einfach die abbringen oder wegbringen. Genau hier funktionieren wir noch hoch, und dann schaffen wir es noch hoch. Und sie gibt sogar Gas, das ist nichts Schlechtes. Der Zug passt hier auch locker rein. Genau. So, der Güterzug schlängelt sich jetzt hier den Berg so langsam mal hoch in Richtung Ziel. Uns kostet da 1 Million pro Jahr. Das dürfte, glaube ich, noch drin sein. Ja, nein. Nein. Eigentlich gerade nicht, aber wir versuchen es einfach mal und schauen, ob er überlebt oder ob er nicht überlebt. Hier kommt das zweite Ausweichgleis am Berghang. Hier sollten wir, glaube ich, mal die Steinmauer dann setzen oder versuchen zu setzen. Mal schauen, ob das geht. Hier drüben müssen wir dann nochmal den Lärmschutzwall bauen. Einfach wegen der Optik. Dann haben wir das auch. Ah ja, der kann ja auch noch nichts hinliefern, weil die Straße ja gar nicht connected ist. Okay, wir machen noch mal eine Sache schnell, und zwar jetzt hier endlich diese Verbindung herstellen. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd. Aber uns bleibt keine Wahl, außer das halt jetzt einmal zu bauen. Dann zu schauen, ob das irgendwie geht. Dass wir da halt dran kommen. So, dann machen wir das so, dann heißt es jetzt hier einfach wieder laufen lassen. Da warten Güter auf zwei Linien. Ich hoffe, dass jetzt die Güter auch umsteigen hier auf den Bahnhof, beziehungsweise das Plastik. Was ist das für eine Strecke? Das ist die Zweier. Ja, die Zweier fährt hier rum. Die macht dann da diesen Zwischenhalt und fährt dann da hoch. Dann könnten wir die eigentlich ändern, dass dieser Abzweig nicht mehr existiert. Ich habe genau leider die falsche gekappt gehabt.
Dann haben wir das so. Jetzt müssten wir eigentlich noch einen zweiten Zug hier laufen lassen, der das Erz. Ach nee, der fährt ja dann hier rüber. Bringt das dahin und fährt dann von hier aus darüber. Das heißt, hier müssten wir dann noch eine Strecke da connecten. Oder halt hier so einen Bogen reinsetzen, dass er. Und dann da hochkommt. Aber das wird, glaube ich, etwas schwieriger als gedacht. Genau, jetzt save mal. Wie schnell, wie voll fährst du? 66 von 96. Eisenbahn sieht allgemein relativ aus. Und hier die Busse natürlich auch. Der Zug ist okay. GZ7, was fuhr der denn? Der fuhr Güter. Ach, das war dieser Güter-LKW, okay. Ich habe nichts gesagt mit Busspur bitte und haben wir hier auch Tram schon? So, jetzt hatten wir da auch die komplette Spur hochgezogen. Genau. So. Dann haben wir bis da oben alles abgegradet. Das ist doch schuppi. Genau, und die Güter wandern jetzt darüber. Und dann sollten die auch hier oben zur Eisenbahn laufen. Da sind sie. Nur hier stehen noch keine Güter, weil die zu faul sind oder die noch laufen. Das könnte natürlich sein. Ja, die Güter laufen gerade noch. Aber sie sollen auch nicht darunter wandern. Das ist Mist. Eigentlich müssten wir jetzt sagen, kusch, kusch, hast da keine Verbindung. Und die Frage ist ja, wohin laufen sie denn? Weil im Moment brauchen wir die Anbindung. Genau, da müsste dann der Stahlzug hier hochkutschieren. Das heißt, wir brauchen hier nochmal einen Abzweig. Wir gucken mal, geht das hier vor, diesen Abzweig zu bauen? Dass wir dann hier ein bisschen vielleicht durch die Stadt fahren. Das wäre eigentlich die Idee hier mit dem Zug durch die Stadt. Dann könnte man dich auch noch verbinden. Dass man hier zum Beispiel noch einen Bahnhof hinsetzt oder sowas, aber das wäre dann, glaube ich, Schwachsinn. Wir probieren hier erstmal schnell nur dieses eine Stück aus. Und zwar, wie weit das hier nach da vorne geht. Dann machen wir das mal so. Und dann machen wir hier einfach einen Tucken gerade. Einen Tucken gerade. Weiter umschwenkt, ist es eigentlich gerade. Oder auch nicht. Machen wir hier Pi mal Auge. So. So, weg mit euch Gärten. Euch kann man dann nicht gebrauchen. Oder jedenfalls gerade nicht gebrauchen. Das wäre zu cool, wenn das sich das einfach connectet. Und dann versuche ich da oben einfach den Abzweig reinzubauen. Jetzt müssen wir nur Fahrzeug im Weg. Okay, dann müssen wir das da irgendwie weiterführen. Aber das sollten wir noch schaffen. Genau, dann machen wir hier einfach die Weiche rein. Dann haben wir hier erstmal zweigleisig. Dann sollte das da weitergehen. Und es sind zu wenig Güter, die jetzt gefordert werden.
Das heißt, hier müssen wir dann einen Abzweig einbauen für den Güterbahnhof, der dann hier halt die Güter meinetwegen hinbringt. Das wird eine Tortur. Ey, das ist der heilige Scheiß. Aber gut, darauf konzentrieren wir uns dann in der nächsten Folge, dass wir dann irgendwie die Güter wieder hinkriegen, weil hier sehen wir jetzt ja gerade 0,0 Bedarf. 0 eigentlich. Und wir hatten mal wie viel? Über 100. Und er sagt sogar Verkleinerung in 11 Monaten geplant. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir das Spiel kurz angehalten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns und tschüss.